Hallo und herzlich willkommen zu Alte Schule Daily. Heute wieder mit einem altbekannten Gast, der sehr, sehr beliebt bei euch ist, und zwar Professor Fritz Indra. Hallo, Herr Professor Indra. Grüß Gott, hoffe, es geht Ihnen so gut wie mir. Ja, das klingt doch toll, so will man es doch hören. Ja, also wenn ich das sehe, dann geht es mir gleich doppelt so gut. Ja, nee, mir geht es wunderbar und ich sehe, Ihnen geht es auch sehr gut. Ja, schaut so aus, noch schaut so aus, ja. So, haben sich zu Hause noch mehr eingelebt als vorher, ja, wo man nicht raus kann. Ja, aber es ist also trotzdem sehr, sehr frustrierend, was sich da zurzeit abspielt. Und hoffen wir, dass es vielleicht doch bald ein Impfmittel gibt und die Zahlen jetzt wieder zurückgehen. Es sieht ja so aus, ne? Es sieht ja so aus. Aber wir reden heute, wie bitte, Entschuldigung. Na, was zuletzt stirbt, ist die Hoffnung, dass es doch wieder besser wird. Ganz genau, ganz genau. Also gehen wir mal davon aus, momentan sieht es ja gar nicht schlecht aus. So, wir haben aber heute was anderes. Wir reden nicht über Impfstoffe, sondern natürlich über Ihr Kerngebiet Motoren. Und Sie haben 33 Jahre lang an der TU Wien, glaube ich, Motorenbau, Rennmotorenbau unterrichtet. Spezialgebiet Formel 1, oder? Ja, also nicht nur Motoren, sondern Rennautos, kam auch Le Mans vor. Ja. Das Ganze beginnt dann mit der Formel V, ganz am Anfang, wo noch der Niki Lauda fuhr und der Helmut Marko. Da haben Sie angefangen zu bauen, beim Kurt Bergmann. Der Kurt Bergmann, den habe ich ja besucht und der hat gesagt, also eigentlich alles, was er ist, hat er Ihnen zu verdanken. Das ist schon mal ein Ritterschlag, ne? Sehr höflich von ihm, stimmt nicht ganz, aber er ist ein höflicher Mensch und er liebt mich. Ja, ja, genau. Also ich fand ihn auch fantastisch, als ich bei ihm war. Und er hat ja hervorragende Autos gebaut, beziehungsweise aus seinem Rennstall sind hervorragende Autos entstanden. Und Sie haben da angefangen, nach dem Studium, oder? Ja, das war noch während dem Studium, weil der Kurt wollte ein neues Rennauto machen und der alte Formel V war nicht mehr konkurrenzfähig. Und da hat er dem Dr. Lipitsch und mir, wir waren beide Hochschulassistenten beim Überrand von Überhorst, und da haben wir einen Auftrag bekommen, einen richtig guten Rahmen zu entwickeln, einen besonders steifen. Und das ist uns auch gelungen. Und unter dem Namen Kaimann hat er dieses Auto dann unglaublich viel gewonnen. Und das Kuriose war, dass der Niki Lauda fuhr und auch der Helmut Marko. Also da, wo sie sich dann später bekämpft haben, vor dem Fernseher ursprünglich, haben sie sich bekämpft in der Formel V. War lustig. Ja, das stimmt. Und das war, also ja, war wirklich eine große Rennzeit. Man hat das gar nicht so auf der Rechnung, aber wenn man jetzt, also so wie ich, sich damit beschäftigt, mit den Fahrern der älteren Generation, die kommen alle aus der Formel V, ne? Der Erfolg der Formel V hing auch damit zusammen, die waren ja nicht schnell. Und ohne die Journalisten beleidigen zu wollen, jeder Journalist glaubt, er kann besser Rennauto fahren als die Rennfahrer selber. Und egal, ob es der Rainer Braun war oder der Zwickel, der Brüller, alle, die damals so en vogue waren, die haben immer gedacht, eigentlich müssten sie genauso schnell fahren können wie die Rennfahrer. Und die Formel V hat ihnen das geboten, weil das ja relativ billige, einfache Autos waren. Und da gab es wirklich einige Rennen, wo die Steinemann, wie hat der Schweizer geheißen, der Rico Steinemann, also alle sind da auch in der Formel V gefahren, aber sie mussten natürlich schon dann eins sein, dass die Rennfahrer das doch besser können, vor allem das Abstimmen der Autos, und das hat sich natürlich auch dann wieder herausgestellt. Ja, Rainer Braun, mit dem habe ich gerade einen Talk gemacht zu Flugplatzrennen, und da ging es auch um Kurt Bergmann, der ja einen Flugplatz oder ein Startfeld genau neben seiner Werkstatt hatte und da seine Autos immer recht professionell abstimmte. Das war Wien-Aspern, genau. Flugplatz, und da entsteht eine neue Stadt, ein Stadtteil von Wien mit vielen Menschen, also da kann der Kurt jetzt auch nicht mehr fahren, aber waren damals tolle Zeiten. Ja, absolut. So, jetzt machen wir mal so einen kleinen Überblick über die Motoren, die Sie so entwickelt haben an Rennmotoren. Das ging ja dann bei Ihnen bei Alpina weiter, und wir landen, um es gleich mal vorwegzunehmen, bei der heutigen Formel 1, wo Sie nicht mitentwickelt haben, aber da müssen wir auf jeden Fall mal darüber reden, warum Mercedes seit 2014 ungebrochen immer Konstrukteursweltmeister wird, und ich glaube, ein Großteil ist dem Motor geschuldet, ne? Ja, das ist völlig, haben wir schon eigentlich einen Titel für die Sendung? Ich glaube, der beste Titel wäre eh, warum Mercedes immer gewinnt. Ja, so nennen wir es. So nennen wir es. Wir haben es einfach durchschaut. Aber jetzt fangen wir vielleicht mal bei Ihnen an. Und zwar finde ich das so interessant, Rennmotoren insgesamt zu entwickeln. Ich meine, Sie haben nicht nur Rennmotoren in Ihrer Karriere entwickelt, sondern waren ja bei GM auch für die Gesamt-Powertrain-Geschichte verantwortlich. Was ist für Sie eigentlich komplizierter, einen Rennmotor zu entwickeln, der in ein Reglement reinpassen muss, oder einen Straßenmotor,
der ganz andere Kriterien hat, erfüllen muss. Also vielleicht Verbrauch und lange Haltbarkeit und was weiß ich was. Was ist da komplizierter? Also das Rennmotoren entwickeln macht natürlich viel mehr Spaß als das Entwickeln von Serienmotoren. Und das Tolle an den Rennfahrzeugen oder Motoren ist, dass man den unmittelbaren Erfolg ganz schnell sieht. Innerhalb von 1-2 Jahren weiß man, war das gut oder schlecht. Bei Serienmotoren oder Serienentwicklungen dauert es oft 5-6 Jahre, bis so ein Ding in Serie geht. Und erst dann stellt sich heraus, wie die Kunden etwas annehmen. Also das war immer, mein Hobby war immer die Rennmotoren und die Rennfahrzeuge. Aber es war immer nur ein Sidestep. Mein Hauptjob war immer die Entwicklung von Motoren für Straßenfahrzeuge. Aber offensichtlich haben alle Firmen, wo ich war, Alpina, Opel, Audi und GM, erkannt, dass ich mich mit den Rennmotoren gut auskenne. Und deswegen konnte ich immer so als Zeitbeschäftigung dort auch die Entwicklung der Rennmotoren machen. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es ging ja ganz am Anfang los mit diesen primitiven, einfachen Formel V. Das waren dann mehr oder weniger Käfermotoren. Die hatten statt 43 PS dann 54 PS. Aber dieses Herauskitzeln, das Herausfinden von Feinheiten, wie man etwas ein bisschen besser machen kann als die anderen, das ist das, was den guten Ingenieur ausmacht. Und mir hat das immer unheimlich viel Spaß gemacht. Sie winken das so ab, von 43 auf 54. Prozent sind 25%, 54 PS sind 25%. Das ist ja schon mal ein großer Sprung eigentlich aus heutiger Sicht. Was ist das Komplizierteste eigentlich am Motor? Das habe ich mich neulich mal gefragt. Da habe ich mit dem Jost Capito drüber gesprochen, da hat er was erzählt, dass er bei den Serienmotoren beim M3 und M5 bei BMW entwickelt. Das war seine erste Arbeit nach dem Studium. Und da hat er über die Alpha-N-Steuerung gesprochen. Das wird lange erklärt. Ich bin kein Techniker, ich habe es jetzt mühsam verstanden. Also, naja gut, man kann es ja verstehen, aber da habe ich mir ein bisschen eingelesen und da ging es um die Ansaugkanäle, dass da ja verschiedene Drücke stehen und so. Mein Gott, was da für komplizierte Teile in so einem Motor sind, sehr naiv ausgedrückt. Was ist für Sie das Komplizierteste? Ist das die Ansaugbrücke oder? Die Kunst ist es, den besten Kompromiss zu finden. Es nutzt dann nichts, wenn man irgendwo ein paar PS mehr findet. Und dann geht der Motor kaputt, weil man zu viel Fortzündung fährt oder irgendwas. Also das hat sich immer wieder herausgestellt. Das Beste ist der Kompromiss. Es nutzt auch nichts, einen Rennmotor zu entwickeln, der nur ganz oben eine fantastische Höchstleistung hat, aber untenrum nicht geht. Da, wo der Fahrer beschleunigen muss aus Kurven, braucht er nicht die Höchstleistung, sondern braucht er möglichst viel Drehmoment. Und die wahre Kunst ist eben, diesen besten Kompromiss zu finden. Und das ist oft gar nicht so einfach. Man braucht dafür schon ziemlich viel Erfahrung. Und jeder glaubt immer nur, möglichst viele Zylinder, am besten 16, und möglichst hoch drehen, ist schon der Garant für den Erfolg. Aber das ist völlig falsch. Ne? Wenn Sie einen 16-Zylinder, wie es ja gab von BRM, entwickeln, der ist so kompliziert und so schwer, dass er schon deswegen nicht zum Laufen kam, obwohl der Sound war ja unglaublich, den kann man sich heute noch irgendwo anhören im Internet. Also es war ein tolles Showstück, aber erfolgreich war er natürlich nie. Also ist auch besser immer zu schauen, dass man nicht zu viele Zylinder hat, weil mit jedem Bauteil ist ein Rennmotor auch immer gefährdet. Und das ist dann die Kunst, den besten Kompromiss zu finden. Da gab es auch typische Beispiele wie damals diesen Cosworth V8 Motor, DFV, der einer der erfolgreichsten überhaupt war, Saugmotor natürlich, 3 Liter Hubraum. Und das war so ein wunderbarer Kompromissmotor, er war nicht so schwer, nicht so leicht, hatte den richtigen Bankwinkel, sodass die Ansaugseite von oben in der Mitte toll war und rechts und links war auch genug Platz für die Auspuffrohre. Und deswegen war dieser Motor dann so erfolgreich und der war damals käuflich, konnte jeder kaufen. Und er kam dadurch auch in vielen verschiedenen Teams zum Einsatz. Und ich glaube, er ist heute noch mit 154 Grand Prix-Siegen der erfolgreichste Formel-1-Motor, den es gab. Und er wird ja auch heute noch in der historischen Formel 1 eingesetzt. Relativ, glaube ich, als allgemeingültiger Motor, weil es eben so viele davon gab und weil der günstig zu warten ist, weil es eben Teile dafür gibt. Ne? Was heißt denn der richtige Bankwinkel? Sind das 90 Grad? In dem Fall ja, ne? Es ist ein guter Kompromiss. Ist 80 oder 90. Mhm. Bei den Motoren der ersten Turbo-Ära, wo ja Ferrari noch mitgemacht hat und Honda und Porsche,
Da war der Idealwinkel 80 Grad. Bei 80 Grad Bankwinkel sind die freien Massenmomente nicht gar so schlimm. Also da sind die ein Minimum. Deswegen hat Porsche und Honda damals diesen Bankwinkel 80 Grad gewählt. Die heutigen Turbomotoren, die ersten hatten ja 1,5 Liter Hubraum. Die heutigen Turbomotoren haben 1,6 Liter Hubraum. Da ist vorgeschrieben. Damals war ja noch alles frei in der ersten Turbo-Ära. Aber heute ist vorgeschrieben 90 Grad. Und das ist ziemlich ideal, wie gesagt, weil man sowohl ein sehr gutes Ansaugsystem, genug Platz hat für ein sehr gutes Ansaugsystem und auf der Seite genug Platz für das Auspuffsystem oder auch die Turbolader. Okay, Porsche hat ja lange auf Boxermotoren gesetzt. Also das ist ja, da fällt mir übrigens eine Frage ein. Das hat mir mal ein Zuhörer geschrieben. Und zwar was, also Bankwinkel ist ja der Winkel zwischen dem V, beim V-Motor, wenn die Zylinder so laufen. 90 Grad ist ungefähr so. Es gibt 180 Grad V-Motoren, was ja flach aufeinanderlaufende Zylinder sind, und Boxermotor, was ja auch 180 Grad sind. Können Sie erklären, was der Unterschied ist? Ja, der Unterschied ist ganz einfach erklärt. Der Boxermotor, da laufen die Kolben gegeneinander. Das heißt, die Pleuel auf der Kurbelwelle sind versetzt. Und das ist ganz schlecht, weil damit immer die Luft unter den Kolben verdichtet wird und wieder expandiert wird. Und dadurch mehrere Pulsationsverluste, also Boxermotoren kommen für echte Höchstleistungsmotoren nicht in Frage. Porsche hat es fantastisch weiterentwickelt mit Kurbelgehäuse, Entlüftungen und so, aber der reine Boxermotor ist nicht geeignet für echte Höchstleistungen. Ich habe damals einen Vortrag, der war in Wien, da hat dann nachher einer erklärt, ja, Porsche ist das so toll bei den Boxermotoren. Warum ist denn der Le Mans-Motor von Porsche kein Boxermotor? Ein Vierzylinder V-Motor. Der hatte übrigens 120 Grad. So, und da hat er zum Stottern angefangen, der Vortragende, da habe ich ihm geholfen, habe gesagt, das ist so. Der Ölrücklauf von Boxermotoren, wenn jetzt so ein Rennauto mit 5G durch die Kurve fährt, schwappt ja das ganze Öl, wenn vieles drinnen ist, immer zu einer Seite. Und dann rinnt beim Boxermotor dieses Öl nicht mehr richtig in die Ölwanne. Oder die Rennmotoren haben natürlich alle Trockensumpfschmiering. Oder man kann es schlechter absaugen in den Trockensumpfbehälter. Und das ist der Grund, warum zum Schluss für einen echten Höchstleistungsmotor ein Boxermotor nicht in Frage kommt. Und der logische Schluss war, für den Le Mans-Motor hat Porsche diesen V-Vierzylinder entwickelt, der dann übrigens auch noch sehr erfolgreich war, weil Porsche hat damit dreimal Le Mans gewonnen. Und das Lustige an dem Motor, der hat einen Abgasgenerator, also nicht diese unsinnige Hybridtechnik, die Formel 1 da zurzeit hat, der oben auf dem Motor saß. Und jeder Turbomotor hat auch ein sogenanntes Abblaseventil. Das macht dann auf, wenn der maximale Ladedruck erreicht ist. Und damit der Motor nicht kaputt geht, wird dann ein Teil der Abgase einfach abgeblasen. Und dieses Abblasevolumen hat Porsche clevererweise in einen sogenannten Abgasgenerator geführt. Das heißt, da treibt eine Turbine einen Generator an. Und mit diesem Strom kann man ein bisschen was anfangen. Das führt man dann in eine Batterie. Und wenn man den Strom wieder braucht, kann man über einen Elektromotor den nutzen für zusätzliche Beschleunigung. Funktioniert nur im Rennsport, weil da viel Volllast gefahren wird, also dieses Abgasregelventil offen ist und dann den Strom erzeugt. Bei Serienturbomotoren ist das ziemlich witzlos, weil man da selten die echte Höchstleistung fährt. So, und das sind der Grund, warum im Endeffekt auch Porsche natürlich für dort, wo es auf echte Höchstleistungen ankommt, wie Formel 1 oder Le Mans, natürlich nicht einen Boxer gewählt hat, sondern auch einen V-Motor. Ah, okay, verstehe. Wow, also es ist immer ein kleiner Einblick, aber Motor ist mehr als nur ein Kolben, der auf und ab geht. Ein sehr komplexes Gebilde. Viel, viel mehr. Und wenn man jetzt auf diese erste Turbo-Ära zurückkommt, es gibt ja zwei. Die erste war ja praktisch frei ab 1966. Da gab es ein wunderbares Reglement.
Da waren 3 Liter Saugmotoren erlaubt, auch Wankelmotoren, Zweitakter, alles. Und es war auch 1,5 Liter, also halber Hubraum, erlaubt zusammen mit Auflader. Am Anfang, da hat dann immer dieser Ford Cosworth Motor gewonnen, ein bisschen auch Ferrari, mit dem nicht Boxer, sondern mit dem V180 Grad, wo sich dann die Kolben nicht so bewegen, sondern hin und her. Das ist besser, weil die Luft unterhalb nicht da und komprimiert und expandiert wird. Die läuft einfach, die bleibt, genau. Deswegen hat Ferrari dann diesen, der hieß zwar Boxer, war aber kein echter Boxer, sondern ein V180 Grad, das heißt die Pleudel der gegenüberliegenden Kolben haben auf eine Kurbelwellenkröpfung gearbeitet und dadurch wurden die Kolben immer hin und her geschoben. Das war besser, aber doch nicht so gut wie jeder V-Motor. So, in dieser ersten Turbo-Ära hat sich dann bald, Renault hat ja angefangen, herausgestellt, dass man mit 1,5 Liter Hubraum, also mit halben, plus Turboaufladung viel mehr Leistung machen kann, als mit einem 3 Liter Sauger. Die 3 Liter Sauger sind dann blitzartig verschwunden und Ferrari hat die ersten 2 Weltmeisterschaften gewonnen. Das ging los 1982 und 83. Dann kam Porsche mit dem TAC Turbo. Das war dann 84 plus 85 und dann kam dreimal Honda. Wir hatten da auch genau einen Zeitraum wie jetzt, 7 Jahre, wo die Turbomotoren total dominiert haben. Die wurden dann verboten. Irgendeiner war gegen Turbos, vielleicht der Ecclestone, Aktien gehabt bei einer Firma, die lieber hat. Und die wurden dann abgelöst durch 3,5 Liter Saugmotoren. So, aber diese erste Turbo-Ära war faszinierend, weil man ja locker, auch die Zylinderzahl war frei. Und BMW hat es versucht mit einem Vierzylinder. Angeblich hatten sie locker über die 1000 PS, aber nicht sehr lange. Und sie hat damals auch den besten Sprit von der BASF. Ja. BMW war unglaublich schnell, aber nicht sehr standfest und hat auch die Weltmeisterschaft nicht gewonnen, sondern die Weltmeisterschaften wurden in diesen von 3 verschiedenen Teams gewonnen. Also zuerst Ferrari, dann Porsche, dann Honda. Und sowas braucht die Formel 1. Ja. Es ist im Prinzip einmalig und absurd, was da jetzt zum Beispiel passiert in der zweiten Turbo-Ära. In der zweiten Turbo-Ära, die ist deswegen so schrecklich, weil die französischen Reglementmacher, die dieses Reglement erstellt, V6, 1,6 Liter, 90 Grad ist in Ordnung. Weil dann haben sie geglaubt, dass sie mit Hybridtechniken die Rennautos schneller machen können. Also die haben nicht viel, die waren nie in meiner Vorlesung in Wien, haben nicht gelernt, dass das nicht geht, weil mit der Einführung der Hybridtechnik, zuerst war es eine einfache, das sogenannte KERS, da hat man einfach nur einen Elektromotorgenerator an den Block angeflanscht und hat ein bisschen Energie zurückgewonnen beim Bremsen. War das sogenannte KERS. Aber das war auch schon so etwa 70, 80 Kilo schwerer. Man brauchte eine Batterie. Und schon damals war klar, das konnte jeder ausrechnen, der rechnen kann, diese Gewichtszunahme der Rennautos konnten den Vorteil der Hybridtechnik nicht wettmachen. Die Autos waren damals schon etwa eine Sekunde langsamer als vorher. Und dann hat das Reglement gesagt, naja, das ist nur, weil wir nicht genug Hybrid machen. Und dann kam dieses zweite System dazu, was ja noch viel schlimmer ist, wo nun der Turbolader Strom erzeugen soll. Also man treibt mit dem Turbolader, der dreht da ungefähr 125.000, der treibt einen Generator, Motorgenerator an und der liefert wieder Strom in die Batterie oder Strom gleich in den Elektromotor, der dem Verbrennungsmotor ein bisschen hilft. Dieses Reglement ist so schrecklich, weil es wahnsinnig kompliziert ist. Komplexität macht diese Motoren auch so teuer. Es ist heute so, dass zum Beispiel, wenn so ein Rennen oder auch schon im Training abläuft, dann sitzen zu Hause in der Firma hunderte Ingenieure vor den Bildschirmen. Und der Motor auf dem Prüfstand, der fährt genau das nach, was der Fahrer auf der Rennstrecke macht.
Und dann wird ausgerechnet, ja, ist es jetzt nicht besser, wenn ein bisschen mehr Strom von der Batterie in den Turbolader fließt, um den zu beschleunigen, oder lieber in den Antrieb des Verbrennungsmotors. Das ist ein unglaublich komplizierter und teurer Prozess. So, unter uns gesagt, nichts gegen die unglaublichen Fähigkeiten des ganzen Mercedes-Teams oder Hamilton. Es fahren da leider auch viele, viele Ingenieure mit. Und wenn man sich das anschaut, wie auch die Rundenzeiten sind, es gibt heute noch Rennstrecken, wo diese alten Formel 1, also älteren mit den Saugmotoren, die viel einfacher waren und viel billiger. Da gibt es immer noch Rundenrekorde, wo die mit den jetzigen Autos mit Hightech und Hightech nicht hinkommen. Und das müsste eigentlich zu denken geben, nichts gegen Verkomplizierung, aber wenn dabei nichts rauskommt für den Kunden oder für die Efficiency, sondern nur schlechtere Rundenzeiten, dann muss man sich überlegen, etwas anders zu machen. Der Einzige, der kapiert hat, und jetzt kommen wir langsam zu den Mercedes-Erfolgen, wie man das am besten macht, ist ein gewisser Andy Cowell. Ein Ingenieur sitzt in England, die Mercedes-Rennabteilung sitzt dann nicht in Deutschland, sondern in England. So 700 Ingenieure gibt es da, die nur den Motor entwickeln. 600 Ingenieure. Das ist unglaublich, oder? Das Auto entwickeln. Und etwas ganz Wesentliches möchte ich gleich sagen. Im Prinzip ist diese heutige Formel 1 so kompliziert, dass nur ein Team gewinnen kann, das den Motor und das Auto in einer Hand hat. Mhm. Es stellt sich immer wieder die uralte Frage zwischen dem Aerodynamiker, der überhaupt keine Kühleröffnungen will, Luftwiderstandsbeiwert am besten, und dem Motormann, der seinen Motor möglichst gut kühlen will. Und diese neuen Turbomotoren haben 6 bis 7 verschiedene Kreise zur Kühlung. Die Lage, die natürlich das Öl gekühlt werden, das Getriebeöl, das ist unglaublich kompliziert. Und der will natürlich möglichst große Kühleröffnungen haben. Also in der Entwicklung von Rennfahrzeugen ist das jetzt besonders extrem, weil es so wahnsinnig kompliziert ist. Und ich habe es dem Marco auch immer erklärt. Es ist ja sowas von traurig eigentlich, dass nun einer der wohl besten Fahrer, die es gibt, nämlich Verstappen, der kann nie Weltmeister werden, solange Mercedes weiterfährt. Das ist der Verdienst dieses Andy Cowell, der das einzige erkannt, was man machen muss. Und der hat den Turbolader aufgelöst, der hat ihn getrennt. Die Turbine, also die heiße Seite, sitzt hinten am Motorblock und der Verdichter sitzt vorne am Motorblock. Ach, der hat das über eine längere Welle verbunden. Ja, völlig richtig. Normal ist das ja eine Einheit. Ja. Er hat Lagergehäuse, auf einer Seite die Turbine, auf der anderen Seite der Verdichter. So ist ein Turbolader aufgebaut. Und die anderen haben alle gedacht, wir müssen so eine Einheit nehmen. Es war ja auch vorgeschrieben, dass die Welle des Turboladers, die muss parallel sein zur Kurbelwelle. Also kam auch ein Drehen des Turbolades, kam überhaupt nicht in Frage. Und alle haben brav diese, und Mercedes hat gleich so ein Fake geliefert, mit einem Bild, wo auch beim Mercedes-Motor, bei dem zukünftigen Turbo, dann hinten dieses Riesentrum lag und ganz lange Auspuffleitungen dorthin. Und das haben sie als Pressefoto veröffentlicht. Das war ein Trick ohne Ende. Einfach hat Renault nachgemacht, aber in Wirklichkeit haben sie ganz was anderes gemacht. Und da ist dieser Andy Cowell draufgekommen. Und ich muss jetzt eine Geschichte erzählen mit Niki Lauda. Es war im Jahr 2015 und BMW Alpina, meine erste Firma, wo dann später auch der Niki Lauda fuhr im Tourenwagen, hat 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Also Niki war ein bisschen verbunden am Anfang mit seiner Rennsportkarriere mit BMW Alpina und er sollte auch zur Feier kommen nach Buhloe. Nur Niki hatte wie so oft keine Zeit, aber er war so fair und wir haben ein ganz tolles Video aufgenommen mit ihm im Hotel Imperial in Wien. Da hat er immer residiert und hat dort seine Frühstücks
abgehalten. So, und da hat der Niki so ein paar Worte gesprochen und das wurde dann bei der Alpina Bayer vorgespielt. Und dann habe ich nachher lang mit dem Niki, Mercedes hatte damals schon zweimal oder dreimal die Weltmeisterschaft gewonnen, habe ich lang mit dem Niki diskutiert. Ich habe gesagt, Niki, das ist ein unmögliches Reglement. Und überlege mal, vor diesem Reglement ist ein Mercedes auch schon in der Formel 1 gefahren. Mit sehr mäßigem Erfolg. Ja. Ich glaube, zum Schluss hat man sogar noch den Schumacher verpflichtet. Ja. Hat auch nichts genutzt. Also ich habe immer schon gedacht, Mercedes hört jetzt auf. So, aber dann kam dieses neue Reglement. 2014 die ersten Rennen. Und ab diesem Zeitpunkt gewinnt Mercedes praktisch alle Rennen. Immer die Fahrerweltmeisterschaft, immer die Markenweltmeisterschaft. Und zu verdanken haben sie das wirklich, also ich möchte noch einmal betonen, nichts gegen das Mercedes-Team. Das ist toll, die machen alle einen tollen Job, Qualität ist fantastisch. Aber dann sage ich dem Niki, Niki, du weißt eh, wenn ihr das zu verdanken habt, warum Mercedes so erfolgreich ist. So, ja, das weiß ich eh, das ist der Andy Cowell. Aber das wussten wir schon beim ersten Rennen, weil man sieht ja auch dann die anderen Motoren, dass diese Lösung der Trennung von Verdichter und Turbine und dazwischen die lange Welle, wo dann der Motorgenerator im kleinen Durchmesser herumgewickelt ist, dass das einen riesen Vorteil hat. Und das hat sich dann natürlich rausgestellt, es war eine sehr schwierige Entwicklung, weil diese Welle, die dann nun im V unten läuft, ne, vorne ist natürlich, ja, auch. Die läuft da mit 125.000. Ich wollte gerade sagen, wenn die vibriert, dann hat man auch gemerkt. Ja, genau, das ist das Problem. Und diese Motoren, diese 90-Grad-Motoren, vibrieren ordentlich. Also es musste dann sogar das Stammwerk in der Forschungsabteilung eingreifen in Stuttgart, um dieses Problem zu lösen. Und diese Welle muss ja auch axial verschiebbar sein, weil natürlich der Motor blockt in sich aus. Also das ist dann nicht mehr eine gemeinsame Welle, sondern der Verdichter ist separat gelagert und die Turbine. Und dazwischen gibt es diese Welle. Aber die haben das hinbekommen. Und diese Lösung hat so viele Vorteile, das haben die anderen alle noch nicht kapiert, dass damit dieser Motor unschlagbar ist. Sie können jetzt zum Beispiel die Räder, das heiße Rad hinten, ist separat gelagert und das Verdichterrad auch, weil das kann man nicht auf eine Welle setzen. So, und dadurch kann man viel engere Spaltmaße fahren. Das heißt, der Spalt zwischen den Laufrädern und dem Gehäuse, der entscheidend ist für den Wirkungsgrad von Verdichter und Turbine, der Spalt kann enger gemacht werden und damit wird der Wirkungsgrad von der Turbine mit den heißen Abgasen und vom Verdichter auf der vorderen Seite kleiner und damit die Wirkungsgrade besser. Das heißt, Sie kriegen eine verdichterte Luft, die kühler ist als bei der anderen Lösung. Die anderen haben gesagt, wir brauchen diese Einheit oder haben nicht weit genug gedacht und mussten jetzt zum Beispiel vorne beim Verdichter diese Welle nach vorne verlängern und haben dort den Motorgenerator hingesetzt. Das ist fürchterlich, weil sie damit die Einströmung in das Verdichtergehäuse stören. Ah, okay. Ja, und das hat dieser Andy Cowell, der hat ja auch dann eine große Auszeichnung bekommen, nicht aus Deutschland, sondern aus England, für die Entwicklung dieses Motors. Und das Schlimmste an diesem neuen Reglement war, es durfte keiner nachmachen. Warum eigentlich nicht? Ja, weil es das Reglement verboten hat. Da gab es diese fürchterlichen Token sind die Dinge. Und die Reglementmacher haben schon, bevor das erste Rennen überhaupt war, gesagt, was du in den folgenden Jahren ändern darfst. Kleinigkeiten. Das war vorgeschrieben. Aber diese Hauptabmessung eines Motors, die Lösung, wie seiner seine Auspuffgase führt, wie verdichtet und Turbine, das war festgezurrt. Unter dem Deckmantel des Kostensparens. Ne? Ja, genau. Aber es ist natürlich ein völliger Unsinn. Ja. Und es hat zu dieser unglaublichen Überlegenheit geführt. Und ich habe dem Niki damals gesagt, Niki, wir brauchen ein anderes Reglement. Wir brauchen ein Reglement, das die Aufladung wieder freigibt, wie in der ersten Turbo-Ära, wo dann links und rechts außen an den Bänken kleine Turbolader sitzen,
was den Motor noch viel effizienter macht. Dann sagt der Nigel, du, das weiß ich auch ganz genau. Ja, sage ich, Nigel, ja, du musst ja dafür kämpfen, dass wir wieder ein faires Reglement kriegen, wo auch andere gewinnen können. Hat er gesagt, der Nigel, und wir hätten wahrscheinlich dasselbe gesagt, wer garantiert mir dann, dass wir weiter gewinnen? Eine ganz logische Antwort. Und da stehen wir heute. Ne? Und jetzt haben wir 7 Jahre, es hat immer nur das eine Team gewonnen, und zwar überlegenst. Es ist ja so, dass die oft ihre Überlegenheit gar nicht so zeigen. Selten fährt einmal der Hamilton wie beim letzten Rennen da eine halbe Minute davon, weil halt alles besonders, aber normal fährt der ja immer nur so 5, 6, 7 Sekunden davon, damit es nicht gar so peinlich ausschaut. Also dieser Motor hat dem ganzen Team, dem ganzen Auto einen riesen Vorsprung verschafft, und die Entwicklungszeit, der Entwicklungsvorsprung ist 5 Jahre. Es wurden dann diese fürchterlichen Token abgeschafft, und Honda hat als erster das Mercedes-System nachgebaut und fahren ja heuer auch mit dieser Lösung, vorne, hinten getrennt, sind inzwischen auch besser. Aber nun ist ja Red Bull ein Team, wo die eine Seite das Auto entwickelt, genialer Aerodynamiker, und auf der anderen Seite ist Honda in Japan oder wo sie sitzen und entwickelt dort den Motor. Also das Ganze ist nicht in einer Hand. Dann kommt es oft zu diesen Streitigkeiten, ja, eigentlich will ich da gar keine Kühleröffnung haben, weil das die Aerodynamik stört, aber der Motormann sagt, nee, wir brauchen die, sonst wird die Ladeluft zu heiß oder das Öl zu heiß. Also da haben sie automatisch diesen Disput vorgezeichnet. Und das ist ein Riesenvorteil von Mercedes, dass die alles in einer Hand haben und mit diesem Motor, und solange dieses Reglement nicht geändert wird, wenn es so ist wie heute, und es ist nicht in Sicht, weil es natürlich Mercedes auch nicht will, dass es geändert wird, solange wird Mercedes weitergewinnen. Ich frage mich dann immer, wann Mercedes aufhört. Weil wenn nächstes Jahr der Hamilton wieder Weltmeister wird, hat er 8 Jahre gewonnen, hat damit den Schumacher um 1 Jahr erhöht. Und es macht dann eigentlich keinen Sinn, wenn man immer weiter und weiter macht und immer weiter gewinnt. Es ist für mich unverständlich, warum es nicht möglich ist, jetzt, wo Mercedes eh schon alles gewonnen hat, zu einem ganz einfachen Reglement wieder zurückzukehren, wo man sagt, ja, 2 Turbolader, die Aufladung, wie in der ersten Turbo-Ära. Und dann haben die Motoren echte, lockere 1000 PS. Die haben sie jetzt gar nicht, das sagen immer nur die Reporter, weil der Motor hat jetzt vielleicht so 750 PS und den Rest sind kurzzeitig der Elektromotor, der das Ganze unterstützt. Ah, okay. Ja, und da haben ja auch 1000 PS, aber die haben es vielleicht für ein paar Sekunden, weil dann ist die Batterie wieder leer. Und die Autos sind ja auch recht schwer mit 750 Kilo eigentlich. Ja, die Autos wurden immer schwerer im Laufe der Zeit und heuer werden sie schon wieder schwerer. Und alles aus Gründen natürlich auch der Sicherheit, die ja wirklich perfekt ist in der Formel 1. Aber dadurch werden die Autos auch nicht schneller. Und diese Motoren, diese Hybridtechnik, wie gesagt, ist so schwer, so 200 Kilo alles zusammen, 250 Kilo, dass man das nie mehr hereinholen kann in der Rundenzeiten. Und deswegen fahren die gar nicht so schnell. Also es müsste wirklich für ein neues, vernünftiges Reglement gekämpft werden. Das Schlimme ist, dass zum Beispiel an Red Bull würde ich sagen, wir hören auf. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Unser bester Fahrer, möglicherweise sogar das beste Auto, wir können nicht gewinnen. Ja. Und zu sagen, wir sind ja schon zufrieden, wenn man Zweiter oder Dritter ist, das ist eigentlich nicht der Rennsport. Das ist nicht der Anspruch. Was macht eigentlich Ferrari? Naja, Ferrari hatte ja, das wissen wir ein bisschen, da ist alles nicht so mit rechten Dingen zugegangen. Im letzten Jahr, wo sie gut waren. Ich weiß es auch nicht. Ferrari müsste ja genauso kämpfen für ein vernünftiges Reglement wieder. Es gibt jetzt Anzeichen dafür. Diese Hybridtechnik wurde ja, der Chantot ist ja so ein Umweltfuzzi, und diese Hybridtechniken wurden eingeführt, weil das ja, was muss man machen? Die Welt wird grün und dann muss das auch der Motorsport machen. Dass es nichts bringt, das hat er natürlich nicht geklappt. Dann gibt es ja auch diese schreckliche Formel E,
wir wissen, wo hinter den Boxen die Riesengeneratoren laufen und die dort dreckigen Strom erzeugen. Aber das ist gut, das ist ein Nebenschauplatz. Sondern in der Formel 1 müsste man wirklich wieder zu einem ganz einfachen Reglement kommen, der auch den anderen Teams eine Chance lässt, wieder zu gewinnen. Und warum die anderen sich dann nicht verbünden und sagen, oder auch Renault, ne, sagen, wir wollen ein neues Reglement, sonst hören wir alle auf. Ich bin sicher, dann würde man das auch durchkriegen. Und ich vermute, dass Mercedes, wenn sie dann wirklich alles gewonnen haben, vielleicht doch aussteigen. Und dann sitzt man immer noch auf diesen schrecklichen Motoren rum. Und das kann eigentlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte sein. Aber der Niki hat mir völlig recht gegeben in meiner Einschätzung. Wir brauchen ein anderes Reglement. Aber wie gesagt, mit dem Argument, dann gewinnen wir vielleicht nicht mehr, wird das... Ich mache mir auch immer den Spaß mit namhaften Persönlichkeiten zu wetten, wer denn nächstes Jahr Weltmeister wird. Also ich sage natürlich immer Mercedes und der Hamilton. Und die anderen haben gemeint, naja, jetzt ist der Ferrari schon viel besser und nächstes Jahr gewinnt vielleicht schon, ich sage immer, Mercedes und Hamilton. So, da das inzwischen so sonnenklar ist, mein jetziges Opfer ist der Professor Grewe von der AVL, den ich sehr gut kenne aus meiner beruflichen Zeit. Und den habe ich mir ausgesucht und habe gesagt, Uwe, es ist ja jetzt so klar, dass der Hamilton eh wieder Weltmeister wird, aber wir wetten jetzt, dass der Bottas am Ende der Saison vor dem Verstappen ist. Das heißt, dass der Nummer-2-Fahrer von Mercedes aufgrund der Überlegenheit des Autos, des Motors, sogar imstande ist, einen der besten Fahrer, die es gibt, zu verweisen auf den 3. Platz. Also das ist meine heurige Wette und mit dem Uwe Grewe und das schaut inzwischen auch ganz gut aus. Wir werden mal schauen, wie es ausgeht, aber die Überlegenheit dieses, wenn Sie einmal den besten Motor haben, können Sie auch am Auto sehr viel besser operieren und dieses Zusammenspielen der Ingenieure, das bei Mercedes bestens funktioniert, das kann man nicht erreichen, wenn die Teams getrennt sind, also Motor und Farbe. Das geht nur dann, wenn der Motor ganz einfach ist. Deswegen ist ja auch der Vettel auf, was war das, Benetton, die hatten ganz einfache V8-Motoren und bei Ferrari, das waren noch echte Autos, wo nicht die Ingenieure mitgefahren sind, wie heute, weil das so wahnsinnig kompliziert ist, sondern wo wirklich der Fahrer einen Motor hatte und mit dem Motor und seinem Rennauto im Rennen alleine war und nicht über Funk, das hört man ja immer wieder, wo einer sagt, bitte gebt's mir jetzt mehr Leistung, ich möchte den da vorne. Das ist doch lächerlich eigentlich. Ich glaube eh, dass diese vielen Menschen im Hintergrund, dass die vieles kaputt machen, weil man nicht einfach weiß oder immer im Hinterkopf hat, der Fahrer ist gar nicht mehr nur das entscheidende Element und irgendwas wird da in der Blackbox gemacht, was man gar nicht mitbekommen darf. Ja. So. Sie sind ja in Ihrer beruflichen Vergangenheit bei Alpina, haben Sie ja, Alpina ist ja für mich eine tolle Firma, weil das ist so die Mischung aus Straßen- und Rennsport in einer sehr kleinen Firma zusammenkomprimiert. Und Sie haben da ja auch schon sehr früh an Turbomotoren entwickelt, für die Straße. Ich habe neulich, durfte ich den Michael May treffen, den kennen Sie ja auch sicher. Ja, klar, Turbo May, ganz genau. Der hat ja relativ früh schon Turbo-Kits für Ford damals speziell erstmal gebaut und auch für andere Autos und das war vielleicht jetzt noch nicht ganz so fein von der Abstimmung her und so. Was waren denn damals für Sie die Probleme eigentlich beim Turbomotor? Weil es gab ja mal irgendwann den Spruch, Turbo läuft, Turbo säuft zum Beispiel, dass die immer viel verbraucht haben oder auch der erste Porsche 911 Turbo. Ja, na, das war eine ganz tolle Zeit und das war mein erster wirklich großer Job bei Alpina da, die schnellste Limousine der Welt. Mhm. Es war natürlich alles BMW aus, war der 5er BMW. Der hatte 200 PS in der Serienversion. Und wir haben uns die Aufgabe gestellt, zu sagen, wir wollen die schnellste Limousine der Welt bauen. Und dazu braucht man 300 PS aus 3 Liter Hubraum. Das war der 6-Zylinder Reihenmotor. Und das geht nur mit der Abgas-Turbo-Aufladung. Das geht natürlich nicht mit einem Kompressor oder nur kurzzeitig. Dann ist er gut. So, und das war eine faszinierende Aufgabe. 300 PS müssen es sein. Und damals gab es ja nur, und da war wirklich Porsche Wegbereiter, den 911 Turbo. Mhm. Der ist ein bisschen vor dem Alpina erschienen. Und der hatte aus 3 Liter Hubraum
Boxermotor, nur 270 PS gemacht. Und ein Boxermotor ist da auch wieder relativ schlecht geeignet für die Aufladung, weil die Zylinderköpfe so weit auseinander liegen. So, ah, okay. Es gab ja nur einen Turbolader. Hat man ja das Problem, die Abgase auf möglichst kurzen Weg zum Turbolader zu führen, weil das den besten Wirkungsgrad macht. Die Abgase, die da hineinströmen, machen A, einen Überdruck, aber auch die Temperatur hilft für den Wirkungsgrad des Turboladers. Also die Abgase möglichst heiß sein. Und das ist bei so einem Boxermotor schwierig, weil diese langen Auspuffleitungen schlecht sind fürs Ansprechverhalten. Wenn man Gas gibt, muss er das erst wieder alles aufgefüllt werden, bevor die Turbine wieder anfängt, sich ordentlich zu drehen. So, und dann beim Reihenmotor war da alles besser. Außerdem war der vorne und man konnte die Ladeluftkühlung besser machen als bei Porsche, wo der Ladeluftkühler hinten da in diesem Riesenbürzel lag. Also es war relativ einfach, da damals den Boxermotor zu übertreffen. Später hat Porsche dann ganz tolle Dinge, zwei Turbolader, einer links, rechts. Also Porsche hat dann wirklich unheimlich viel gemacht und vor allem bei dem ersten Formel 1, in der ersten Turbo-Ära, dieser Porsche von dem genialen Metzger, Hans Metzger entwickelt. Und ich durfte das damals mit Erlaubnis von Pirch folgen. Und das war ein unglaublich genialer, einfacher 1,5 Liter Turbo. Ganz einfach, alles integriert, ein wunderbarer Motor. Also Porsche kennt sich inzwischen hervorragend aus in der ganzen Turboaufladung. Aber damals haben wir gesagt, naja, mit einem Sechszylinder-Reihenmotor geht es besser. Und dieses Fahrzeug ist ein Klassiker geworden, Alpina B7 Turbo. 257 Kilometer pro Stunde habe ich dann noch, also ich musste fahren am Ostring von München damals, der gar nicht fertig war. Es war ja unglaublich, es gab ja keine Teststrecke, wo man das macht. Also wir haben es auf der Straße gemacht. Neben mir saß der TÜV-Beamte mit der Stoppuhr, so war das damals, ne? Hat gestoppt. Ja, da waren wir endlich irgendwo bei 250, es war noch nicht das Ende und dann fuhr da vorne wieder einer raus, auf ein bisschen Hohlspur, war alles wieder umsonst. Das Ganze musste man auch in zwei Richtungen machen. Also es war schwierig, aber wir haben es geschafft und dieser Motor hatte ja nicht nur den Vorteil eines relativ kleinen Turboladers und kurzer Wege, sondern es war der erste Motor mit einer Resonanzaufladung. Das heißt, man unterstützt den Turbolader bei der niedrigen Drehzahl. Das war der erste Motor mit einer vollelektronischen Zündung von Hartig damals. Also an diesem Motor war wirklich, ich will mich nachher nicht zu viel loben, aber der Motor war damals wirklich wegweisend. Und Alpina hat sich damit mit Porsche wirklich da Meriten erworben für die Einführung und der Abgas-Turbo-Aufladung für Straßenfahrzeuge. Unglaublich für so eine kleine Firma eigentlich, was da entwickelt wurde. Ne? So, das ist also schon, muss man echt sagen. Also Alpina hat sich das, finde ich, immer noch erhalten. Sie haben ja vorhin gesagt, Kompressoren im Motor sind jetzt auch nicht so toll. Das gibt es aber doch immer noch mal wieder. Was ist der Nachteil von Kompressoren? Oder würden Sie sagen, das macht bei bestimmten Autos Sinn? Nein, ich war ja auch damals schon bei Opel und wir haben mit diesen High-Flyer-Turbomotoren kam natürlich auch wieder, weil die Turbomotoren hatten damals alle mehr oder weniger das berühmte Turboloch. Also dieses Ansprechverhalten war beim Porsche 911 besonders schlecht wegen dieser langen Leitungen, aber man hat viel gemacht, um das zu verbessern. Und dieses Loch kriegt man weg, wenn man eine sogenannte Kompressor, eine mechanische Aufladung macht. Der Riesennachteil ist, diesen Kompressor, da gab es ja viele verschiedene Typen, vielleicht erinnern Sie sich noch an den Polo G-Lader, ja. Ein Spirallader, der hat sich so gegeneinander, hat die Luft dabei verdichtet. Also es gab ganz viele Ansätze. Der Riesennachteil ist, die muss einer antreiben, diese Kompressoren. Und das macht man dann mit einem Keilriemen oder Zahnriemen von der Kurbelwelle. Und damit nimmt man natürlich wieder Motorleistung weg. Es ist viel sinnvoller, die Energie zu nutzen, die in den Abgasen steckt, und damit einen Turbolader anzutreiben, als das Ganze mechanisch zu machen. Die Dinge sind schwer, diese Verdichter, diese Kompressoren sind schwer. Man bringt sie meistens nicht unter, weil sie groß sind. Und sie haben noch einen Nachteil, das ist das Geräusch. Das ist jetzt Mechanik. Ne? Da sind so Flügelzellen drin oder irgendwas. Und die machen immer Geräusch.
Und das ist auch nicht gut. Ein Turbomotor hat immer diesen angenehmen, sanften Klang. Man hat immer den Eindruck, ein Turbomotor strengt sich nicht an. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist, der fährt so die Berge hoch und wird immer schneller und man hat gar nicht den Eindruck, dass er sich besonders anstrengt. Bei den Kompressormotoren war das genau umgekehrt. Die haben immer so whining noises haben sie gehabt, also Geräusche, mechanische Geräusche. Und sie haben sich, weil der Wirkungsgrad, es wurde ja dann immer der Verbrauch immer wichtiger, möglichst wenig CO2-Emission, was heißt möglichst wenig Verbrauch. Und da kann der Kompressor überhaupt nicht mehr mithalten. Und die sind praktisch alle verschwunden. Letzte war noch der Mercedes in der C-Klasse. Mhm. Das hat es, glaube ich, bis 2015 gegeben. Ja, gibt es jetzt noch bei den Amis, ne? Bei den Dodge Challenger. Ja, Dodge, ja. Challenger ganz aufgedreht. Ja, da oben sein Drumsitz, das war halt bei dem Racing, bei den Beschleunigungsrennen wird das oft noch verwendet. Eben. Aber für die Serie hat auch dann Mercedes eingesehen, gibt es nur den Abgas-Turbolader und der hat sich hundertprozentig durchgesetzt. Es ist ja auch nicht nur, sind ja nicht nur 2-3 PS, die der Kompressor klaut, sondern wir reden ja von 60, 70, 80 PS. Ja, je nach Motorgröße sind das Riesentrümmer und dann gehen dann solche Leistungen weg. Ja, ist absurd, ne? Um das Ding anzutreiben. Ja. Ja, okay. Ja, Wahnsinn. Was gibt es Entschuldigung? Wichtig war natürlich auch noch, dass diese ersten Turbomotoren waren ja alle zwei Ventiler. Sowohl der BMW Alpina, war ja der BMW Originalmotor, den wir weiterentwickelt haben, als auch der Porsche 911 waren ja alles zwei Ventilmotoren. Also mit Ventilen, die auch wieder so V-förmig stehen. Und diese Brennraumform war nicht besonders gut. Und nun klopfen ja gerne auch diese aufgeladenen Motoren. Und das Klopfen musste man unbedingt verhindern. Und da haben wir die Verdichtungen weit zurückgenommen. Der Porsche Turbo hatte nur 6,5 Verdichtung, der Alpina immerhin 7,2. Und das ist auch wieder schlecht fürs Ansprechverhalten. So, und dann kam ja die Vierventiler-Welle. Heute sind praktisch alle Motoren, auch die Saugmotoren, Vierventiler. Und Vierventiler, weil die Brennraumform jetzt viel kompakter ist und besser beatmet und entleert werden kann, die sind auch für den Turbomotor essentiell wichtig. Also es war dann auch ein wichtiger Schritt, die Verbindung der Abgas-Turbo-Aufladung zusammen mit der Vierventiltechnik. Dann hat man natürlich gelernt, wie man besser kühlt und wie man die Wirkungsgrade der Turbolader ein bisschen verbessert. Und heute sind halt ganz, ganz viele Motoren, auch in den Serienautos, auch die Dreizylinder, sind ja auch alle Turbo aufgeladen. Der Höhepunkt, und das war noch eine Entwicklung bei GM, ist, wenn man ja den Auspuff krümmert, der Turbolader muss immer näher ran an den Zylinderkopf, weil dann das Ansprechverhalten besser wird und der Wirkungsgrad. Und die neueste Entwicklung ist jetzt, dass man diesen Auspuff krümmert, den gibt es gar nicht mehr, sondern im Zylinderkopf werden schon die Auspuffgase von 3 oder 4 Zylindern zusammengefasst. Okay. Und da gibt es nur eine Öffnung am Zylinderkopf. Und genau dort sitzt der Turbolader. Damit entfällt auch dieser fürchterliche Flansch und die Dichtprobleme der Auspuffkrümmer am Zylinderkopf, sondern Turbolader sitzt direkt am Kopf. Das ist ja gut, die Abgase werden dann bei Volllast ein bisschen weniger heiß. Und deswegen gibt es ja inzwischen auch schon bei VW VTG-Lader, also Turbolader mit variabler Turbinengeometrie, die auch wieder den Wirkungsgrad, kennen wir vom Dieselmotor. Der hat dort keine Probleme, weil dort die Abgase nicht so heiß sind. Aber beim Benziner sind es ungefähr 150 Grad heißer. Da war auch Porsche der Erste, der beim Ottomotor, also beim Benzinmotor, so eine variable Turbinengeometrie eingeführt hat. Das kann sich zurzeit nur Porsche leisten, weil man braucht dafür unheimlich hochfeste Materialien, diese kleinen Flügelchen, die es da gibt. Unfassbar, oder? Ne? Ja, ja. Unfassbar, was aber, da auch gesteuert werden muss. Ne? Aber das macht halt, man muss alles verbessern, um den Verbrauch runterzukriegen, das Ansprechverhalten. Und das ist sehr, sehr gut gelungen. Aber trotzdem ist so ein richtiger Sauger, der so hoch dreht, natürlich auch was Schönes. Und deswegen gibt es den immer noch bei sportlichen Fahrzeugen. gibt es eigentlich bei Mercedes, also wo Sie das eben gesagt haben, mit dem Turbo direkt im Gehäuse, mit dieser langen Welle, was Mercedes, was der Andy Cowell in der Formel 1 einsetzt,
Taucht das irgendwo in der Serie auf oder konnte man da einen Transfer leisten? Ja, das ist, also alles, was da gemacht wurde, ist für die Serie unbrauchbar. Weil es zu komplex ist und zu... Ja, das ist ja alles viel zu teuer und alles erschrecklich. Wissen Sie, woraus die Welle gemacht ist? Naja, es ist ein hochfester Stahl. Kahn oder was? Ja, okay. Das muss natürlich alles höchst präzise beachtet sein. Also es ist wirklich ein mechanisches Wunderwerk. Aber wie gesagt, sind die Vorteile so groß, dass natürlich Mercedes nie davon weggehen wird und die anderen kopieren es jetzt. Aber das Schlimme ist auch, dass kein neuer Motorhersteller dazukommt. Ja. Weil keiner wird sich das antun, jetzt wieder so einen Motor zu entwickeln für dieses doppelte Hybridsystem. Weil irgendwann muss es weg. Das kann nicht ewig so weitergehen. Es gibt eine gewisse Verbeugung von dem Jean Todt, der sagt, ja, wir wollten ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, was für die Umwelt tun und Hybrid und so. Aber jetzt gibt es ja diese synthetischen Kraftstoffe. Und die Formel 1, auch der Motorsport generell, soll ja auch ein Wegbereiter sein für diese synthetischen Kraftstoffe. Also Kraftstoffe, die CO2-neutral sind, das heißt bei der Herstellung wird CO2 aufgenommen. Wenn sie dann verbrennt werden, entsteht wieder CO2, aber in Summe ist dann CO2 neutral und das sind absolut saubere Motoren. Und jetzt könnte man sich vorstellen, dass man doch zu einem vernünftigeren Formel-1-Reglement kommt, auch im Sinne der Umwelt, indem dort nur mehr solche Kraftstoffe erlaubt sind. Ich glaube, der Gerhard Berger will ja da in der DTM oder wie sie dann vielleicht GT3 heißt, auch sowas machen. Also das wäre ein vernünftiger Schritt zu sagen, ja, wir machen Motorsport und der ist sauber, weil er mit diesen neuen Kraftstoffen fährt und hoffentlich gibt man damit diesen Irrweg mit dem doppelten Hybridsystem auf und hat dann wieder Motoren, die einfach sind, die man sich leisten kann und die jeder einbauen kann und nicht daran stirbt, dass man so viele verschiedene Kühlkreisläufe hat. Kaum in einem Auto unterbringen kann. Gibt es einen Motor, auf den Sie ganz besonders stolz sind aus Ihrer Karriere, den Sie auf den Weg gebracht haben? Ja, bei Audi, bei BMW Alpina war es natürlich dieser BSC. Der Turbo. Ja. Bei Audi war es der 5-Zylinder-4-Ventiler für den kurzen Quattro. Ich meine, der kurze Quattro war natürlich eine völlige Fehlentwicklung, aber der Motor war toll. Da galt es für den Sporteinsatz auch, für den kurzen Quattro. Der Röhrl hat er, glaube ich, 3 zerstört, bevor er diesen kurzen Quattro halbwegs im Griff hatte. Und da wurde ein 5-Zylinder-4-Ventiler entwickelt. Der war super. Und bei Opel gab es viele Dinge. Ne? Da gab es dann die Motorsport mit Calibra, V6-Motor, super Ding. Also es gab eigentlich in jedem Schritt irgendwo was Schönes. Und bei GM ging es dann sogar noch um die Rennmotoren für die Corvette, zum Beispiel in Le Mans. Also mein Hobby war toll. Ich konnte immer meine Hobby fronen. Ja. War auch relativ erfolgreich, muss ich sagen. Also es gibt noch genug Themen, die wir durchkauen müssen, die wir besprechen müssen. Und vielleicht können wir, ich durfte neulich den Walter Treser besuchen, das gibt es auch demnächst als Podcast, ein Mann, dem Sie immer wieder begegnet sind in Ihrem beruflichen Leben und vielleicht kriegen wir Sie beide ja mal bei Skype zusammengeschaltet. Das wäre vielleicht ein ganz nettes Streitgespräch. Ich hoffe, ich kann den Walter Treser dann davon überzeugen, dass die Elektroautos keinen Beitrag zum Klimaschutz liefern. Das ist für manche Leute so schwierig zu verstehen, aber es ist tatsächlich so, ne? Weil da haben wir auch wieder dieses gesamtheitliche Denken. Nutzt ja nichts, wenn das Elektroauto auf der Straße rumfährt und sauber ist, wenn davor irgendwo in China riesige Mengen von CO2 entstanden sind, allein für die Batteriefertigung. Wir haben als Ingenieure die Aufgabe, gerade in der Zukunft, diese Dinge gesamtheitlich zu sehen und zu beurteilen. Und es ist so schwierig, Leute wie den Walter Treser jetzt auch, die einmal so festgefahren sind auf dieser Meinung, das Elektroauto ist der Heilsbringer. Es gibt inzwischen so viele Untersuchungen, die das bestätigen, dass er das nicht ist. Gerade jetzt auch wieder vom VDI eine Untersuchung. Man kriegt diese Leute so schwer in eine echte Diskussion. Die sagen, na ja, die Batterie und die Rohstoffe, da gibt es dann andere und dann fährt das Elektroauto 2000 Kilometer. Habe ich heute schon gelesen, es gibt irgendeiner, das ist eine Batterie, da kann man 2000 Kilometer, weil natürlich alles erschmarrn. Also wir müssen lernen,
so Dinge gesamtheitlich zu sehen, nicht nur im Motorsport, Auto plus Motor, sondern auch für Serienautos und dann entscheiden, was das beste Konzept für die Zukunft ist. Wasserstoff ist ja wieder in aller Munde, wie Sie auch wissen. Aber haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, jetzt gibt es eine ganz interessante Geschichte, beim LKW zumindest, dass man sagt, man verbrennt den Wasserstoff direkt im Verbrennungsmotor. Mhm. Wenn Sie sich erinnern, BMW mit 12 Zylinder hat das einmal jahrelang forciert und gemacht, dann wieder aufgegeben. Aber man könnte sich vorstellen, dass es für einen LKW, also man nimmt einen Verbrennungsmotor und der Treibstoff ist ja nicht Benzin oder Diesel, sondern Wasserstoff. Das natürlich funktioniert. Man muss ein bisschen adaptieren. Und dann hat man ein ganz vernünftiges Konzept, weil Wasserstoff sauber hergestellt dann auch den LKW neutral macht. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ein LKW oder viele LKW jemals mit reinen Batterien fahren. Das wären ja unglaubliche Trümmer von Batterien, wo die Rohstoffe herkommen. Und dann, wenn der Strom da ausgeht, dann kann der auch nicht nachtanken. Und was man mit einem Verbrenner und Kraftstoff immer machen kann. Also wie das funktioniert. Trotzdem nach wie vor grüne Parole. Alles muss elektrisch werden. Die Schiffe, die Autos, die LKWs. Flugzeuge. Flugzeuge, ja, es gibt jetzt auch schon ein Flugzeug. Also es ist unglaublich, was sich abspielt. Und es wird gefördert und gefördert. Ich hoffe, dass die wirklich aufhören am Jahresende, wie es geplant ist mit den Förderungen. Und dann schlägt die Stunde der Wahrheit. Kaufen dann, dieser jetzige Boom Elektroautos kommt dann nur dadurch zustande, dass da 9.000 Euro verschleudert werden, Steuergelder, Milliardenbeträge. So, und wenn man dann alles nur zusammenrechnet, Steuerbegünstigungen für Firmen, bei manchen Autos kommen da 15.000 Euro zusammen, mit denen ein Elektroauto gefördert wird. Und das ist nicht gesund. Ja, Wahnsinn, ne? Den Leuten, den Politikern klar machen, man muss so wie in China das freigeben. Man muss auch ein Ziel vorgeben und sagen, okay, so viel CO2-Emissionen und so viel Verbrauch darf man haben. Wie man es am besten macht, das überlässt man dann am besten den Ingenieuren und nicht der Politik. Weil woher soll es denn die wissen? So, wobei jetzt muss man sagen, vielleicht ist das momentan zur Corona-Zeit, sorgt das dafür, dass die Elektromobilität noch mehr gefördert wird, weil da soll man ja seine Kontakte beschränken und mit dem Elektroauto kommt man ja nicht so weit, um viele Leute zu treffen. Und mit diesem sehr launigen Spruch möchten wir den heutigen Skype-Call beenden. Okay. Also, Herr Professor Indra, es war wie immer eine Riesenfreude, mit Ihnen zu sprechen. Zum Schluss haben wir doch noch was für die ganzen Elektrofans getan, die dann ihre Kommentare hier unten drunter reinschreiben können. Wir werden das wieder lesen, wie immer, und uns dann schreiben und freuen über zahlreiche Weiterleitungen. Und ich hoffe, Sie bleiben gesund. Beim nächsten Mal reden wir über Saugmotoren aus Ihrer Karriere, habe ich mir gerade überlegt. Machen. Und ich freue mich drauf. Wir können auch ein bisschen über Irrwege in der Automobil. Ja. Ich war ja da 60 Jahre zugange. Ja. Einiges miterlebt, was da nicht so lief, wie sich manche Entwickler vorgestellt haben, könnten wir auch einmal drüber plaudern. Können wir sehr gerne machen. Ja. Herr Professor Indra, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und bis bald. Okay, Dankeschön.